Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Weil sich einige ein Spind-Video gewünscht haben, möchte ich das heute für euch drehen. Und ich würde sagen, wir legen dann gleich los. Vorab, er ist nicht sehr groß und es ist auch nicht sehr spektakulär. So, hier oben habe ich meine Gamaschen. Außen ziemlich dreckig, aber innen sind sie sauber und das ist das Einzige, was zählt. Da hinten Hofglocken. Hier herunten Helm, Handschuhe, Sporn, Dreieckszügel, Leckerlis und noch einzelne Bandagen. Und Tonerde ganz hinten. Da hängt ein Halfter. Hier habe ich meine Bandagen und Fliegenhaben. Longiergurt, Longe, zwei Gärten, ein Halsring. Futtermittel, die ich nicht so oft brauche, das sind so Zusatzsachen. Normale Ausbinder, ein Rückenprotektor und ganz unten noch eine Doppellonge, die ich nicht verwende. So, das war's im Großen und Ganzen mit dem Spind. Jetzt zeige ich euch noch meine zwei Kisten, die ich habe. So, hier hängt mein Springzaum mit Vorderzeug. Hier ist ein Kappzaum, wo normalerweise auch mein Dressurzaum hängt. Das ist jetzt aber schon draußen, weil ich jetzt dann gleich reiten gehe. Und wenn man hier weitergeht, ist es etwas dunkel, wird aber gleich hell. Hier hängt normalerweise mein Dressursattel. Und da ist der Springsattel. Und da unten habe ich eine Box, wo all meine Schabracken drin sind. Also verschiedenen blauen, grünen, schwarzen, alle Schabracken, sowohl Dressur als auch Springen. So, wer mein Putzboxen-Video kennt, weiß, im unteren Teil der Putzbox befinden sich Apothekenzubehör und im oberen Teil ist Putzzubehör. Der obere Teil steht jetzt schon unten am Putzplatz. Hier habe ich dann noch eine Box, die schon etwas lädiert ist von meinem Pferdchen, wo sämtliche Halfter drinnen sind. Weiter unten ist auch noch eine Regendecke und Knotenhalfter und ein paar Fliegenhaube, die ich nicht so oft verwende. Aber ja, das war's im Großen und Ganzen. So, das war's im Endeffekt auch schon wieder mit meinen Spind und Kisten.